Das Projekt Alpenakademie Jacke schlug ein wie eine Bombe. Und das hat mich nicht nur wahnsinnig gefreut, sondern Frederik und mich in erster Linie auch wirklich erstaunt. Wir hatten binnen 3 Stunden das komplette Geld für das Sample gesammelt und damit haben wir nie und nimmer gerechnet. Aber natürlich bin ich euch noch ein solides Update zu dem Thema schuldig. Danke, danke, danke. Ganz ehrlich, so eine Unterstützung hätten wir uns wirklich nicht in so kurzer Zeit erwartet. Aber es gibt bezüglich des finanziellen Aspekts auch noch eine wichtige Sache, zu der ich aber gleich noch komme. Zuerst die einfacheren Themen. Wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge? Zuallererst, ich habe am Freitag, den 11. Juni, das Video zur Jacke veröffentlicht und die Spendenmöglichkeiten auf der Homepage freigeschalten. Das hat alles super funktioniert. Als das Geld beisammen war, mussten wir uns erstmal sammeln, da wir mit dem zeitlichen Rahmen echt nicht gerechnet haben. Natürlich wollten wir so schnell wie möglich das Sample bestellen, da wir wussten, dass das Ganze nun ein wenig dauern wird. Deshalb haben wir uns in Eile noch mehrmals zusammengesetzt, die letzten Details besprochen und dann die Bestellung inklusive der Zahlung am Sonntag, den 13. Juni, erledigt. Was das betrifft, haben wir also alles erledigt und der aktuelle Stand ist, dass von unserer Seite her zurzeit nur Geduld gefragt ist. Die Produktionsfirma wartet nun auf unseren Sonderwunsch, nämlich die extra robusten Reißverschlüsse, die wir für die Jacke haben wollten. Die werden von denen extra bestellt. Danach wird die Jacke verarbeitet, die Logos aufgedruckt und sie wird zu uns geschickt. Wichtig zu wissen ist, dass es ab dem Zeitpunkt der Zahlung ungefähr 50 Tage dauern wird. Mittlerweile haben wir 21 dieser 50 Tage schon erledigt, aber natürlich weder die Fabrik noch wir können wir an die 50 Tage festnageln. Es kann also sein, dass wir 47 Tage oder 54 warten müssen. So genau kann das keiner sagen. Wir warten jetzt einfach erstmal. Trotzdem kann ich euch in dieser Zeit gleich mal ein paar Updates zum Design und dem tatsächlichen Aussehen der Jacke geben, was ganz cool ist. Hier seht ihr jetzt die Jacke nun in den finalen Farben, wie sie als Sample geliefert wird. Grundsätzlich wird das höchstwahrscheinlich auch die tatsächliche finale Farbe, aber hier warten wir mit einer Entscheidung natürlich noch auf die Echtheit der Farbe beim Sample, um keine Unstimmigkeiten abzusegnen. Dann haben wir, wenn man mal an die Brust schaut, das Kürzel der Alpenakademie aufgedruckt, Alpaka, also Alpaka. Und auf dem rechten Arm finden wir das Logo für das Alpenakademie Community Projekt. Schauen wir uns die Rückseite an. Finden wir einmal den Aufdruck Alpenakademie groß, von unten nach oben auf dem Rücken. Außerdem sehen wir ganz klein, und das wird auf der Jacke selbst dann wirklich nur sehr klein zu sehen sein, natürlich eine Kollektion, weil das hier ja der Beginn einer ganz großen Fashion-Line ist. Das ist die Jungfrau Extreme Collection mit entsprechendem Vermerk unten am Rand. Die Jacke bleibt ansonsten bei dem Stand, den sie hatte, als ich sie euch das erste Mal gezeigt habe. Also die technischen Daten, die Details, die Fähigkeiten und das hat sich nicht geändert. Eine Sache, die häufig aufgegriffen wurde in den Kommentaren, möchte ich hier aber dennoch nochmal unterstreichen. Bezüglich der Produktionsstandards und der Qualität der Fabrik verlassen wir uns hier auf mehrere Abnahmen durch unterschiedliche Stellen. Erstmal erfüllt die Fabrik die BSCI-Normen, also entspricht den europäischen Lieferkettenstandards, was schon mal sehr, sehr gut und seriös ist. Außerdem wurde die Firma von Alibaba nochmal in einem externen Gutachten kontrolliert und ein entsprechender, im Großen und Ganzen sehr positiv wirkender Prüfbericht wurde ebenfalls erstellt und veröffentlicht. Somit sind für uns einige Standards sehr gut nachvollziehbar, ohne hinfliegen zu müssen. Was das BSCI-Zertifikat genau ist und auch den Prüfbericht, findet ihr auf der aktuellen Alpenakademie-Jacke-Homepage unter diesem Link hier. Aber auch in der Videobeschreibung findet ihr den Link zur Homepage nochmal. Natürlich möchte ich auch hier nochmal klarstellen, die Jacke ist nicht billig, weil sie günstig ist. Das ist ja gerade der große Punkt, den ich mit dieser Aktion hoffe beweisen zu können. Ich möchte in erster Linie eine Jacke für schmales Geld für euch entwickeln können, die euch allen bei euren Touren gute Dienste erweist. Doch zusätzlich möchte ich auch marktkritisch aufzeigen, dass die Jacken im Laden einfach maßlos überteuert sind und diese Jacken, also genau diese Jacken, im Geschäft, in der Produktion eigentlich viel weniger kosten und letztlich genau die gleiche Jacke ergeben. Also eine Win-Win-Situation für alle, würde ich sagen. Kommen wir jetzt nochmal kurz zu der Sache mit den Finanzen. Hier habe ich ganz ausführlich auf der Homepage dazu Stellung bezogen, wie das da jetzt genau und transparent aussieht. Hier im Video möchte ich das Ganze etwas vereinfachen, damit euch nicht gleich der Schädel raucht. Für eine nochmals detaillierte Aufarbeitung der finanziellen Geschichte schaut auf jeden Fall nochmal bei alpenakademie.at/jacke vorbei. Da findet ihr alles bis ins letzte Detail erklärt. Zuallererst, es war ein Wahnsinn, wie schnell das Geld beisammen war. Wir rechneten eigentlich mit 3
Wochen und schafften es aber in 3 Stunden. Eine zeitliche Fehlkalkulation, die leider nicht ganz ohne Konsequenzen blieb, was mir persönlich sehr unangenehm ist. Warum das nochmal relevant ist, dazu komme ich gleich nochmal. Wir hatten leider einen großen Denkfehler und der ist uns wirklich unangenehm, und zwar beim Versand. Wir hatten eigentlich damit gerechnet, und das war einfach ein Kommunikationsfehler mit dem Jack aus China, der hat uns eigentlich gesagt, dass wir $429 für die Jacke insgesamt bezahlen müssen und da wäre dann Shipping und alles drum und dran dabei. Dem war leider nicht so. Also, deswegen kam jetzt hier nochmal das Shipping drauf. Insgesamt kamen wir dann letztlich auf $483, was dann letztlich dazu führte, dass wir diese Differenz hatten. Jetzt kamen wir aber auch noch zu der kleinen Misskalkulation und da muss ich jetzt etwas ausholen. Wir hatten, oder ich hatte ursprünglich damit gerechnet, dass auch Banküberweisungen kommen werden, also nicht nur Zahlungen per PayPal, was letztlich auch der Fall war. Grundsätzlich, dadurch, dass ich dachte, dass das Ganze 2-3 Wochen dauern wird, habe ich natürlich das Ganze relativ entspannt betrachtet und bin ich davon ausgegangen, dass wir innerhalb weniger Stunden das alles beisammen hätten. Jetzt ist es aber so, dass Banküberweisungen natürlich nicht von der einen Sekunde auf die andere ankommen, genauso, also im Gegensatz zu PayPal-Zahlungen. Was nun passiert ist, ist, dass Leute übers Wochenende quasi diese Zahlung getätigt haben und dadurch erst die Zahlung Montag, Dienstag, Mittwoch, wann auch immer ankam. Jetzt wurden nicht unfassbar viele Überweisungen per Bank gemacht, Gott sei Dank, weil sonst hätte ich ein richtig großes Problem, sondern nur relativ wenig, aber teilweise mit recht hohen Beträgen. Nun ist es so, dass ich 50 Euro, weil mir die Tatsache, dass eben per Bank das Ganze etwas länger dauern würde, habe ich erstmal maximal 50 Euro einkalkuliert, dass übers Wochenende überhaupt zustande kommt. Ja, das Problem ist, diese 50 Euro wurden gesprengt. Nun ist es aber so, dass wir etwas über $50 Mehrkosten durch den Versand haben der Jacke. Jetzt habe ich mir nun gedacht, okay, jetzt könnten wir das einfach so machen, dass wir quasi das, was jetzt etwas überschüssig gekommen ist, über die Banküberweisung, weil ich eben nur 50 Euro in die gesamte Einnahmenquelle durch die Spendenaktion einkalkuliert habe, dass wir diesen Überschuss nun nehmen, um auch sozusagen die Versandkosten noch mitzufinanzieren. Diese Mehrkosten dann im Prinzip war es ja auch eine Spende für die Jacke und somit meiner Meinung nach ganz rechtmäßig und ich glaube, jeder wird da einverstanden sein damit. Nun gibt es aber noch ein größeres Problem, nämlich es ist nochmal etwas mehr Geld übrig geblieben als dieser Mehrkostenaufwand durch die Versandkosten. Insofern, ja, steht da jetzt einfach eine Differenz und das ist Geld, das ich habe, aber eigentlich nicht in das Sample, in die Bestellung des Samples fließen kann, weil, naja, die wurde bereits bezahlt. Also habe ich jetzt sozusagen zu viel Geld am Konto und das möchte ich eben nicht, denn meine Idee war es, das Ganze so transparent wie möglich zu gestalten und das hier ist auch der Beweis dafür, dass ich das so mache. Um es ganz exakt zu machen, sind 84,44 Euro zu viel am Konto, die quasi nicht in die Bestellung des Samples geflossen sind. Nun haben wir folgende, ich habe auch mit Frederik darüber gesprochen, was machen wir jetzt mit dem Geld? Ich habe vorgeschlagen, wir werden das jetzt einfach zurücküberweisen und das werde ich auch machen, damit sozusagen nicht einfach Geld da ist, das niemandem gehört. Jetzt war natürlich die Frage, ja, wem überweise ich das Geld zurück und wem nicht? Ich habe leider keine bessere Idee gefunden, als zu sagen, die letzten Zahlungseingänge gehen einfach wieder zurück. Ich weiß, das ist nicht zu 100% fair, weil die Leute, die quasi schneller überwiesen haben oder im Inland überwiesen haben, die müssen jetzt sozusagen, ja, deren Geld bleibt jetzt sozusagen in die Jacke investiert und die, bei denen die Zahlung später ankam, die kriegen die Rücküberweisung. Das ist nicht 100% fair. Mir ist aber ehrlich gesagt auch keine andere Idee eingefallen, wie ich es fairer machen könnte. Insofern habe ich jetzt noch einen kleinen Einschub, weil ich auch darüber mit Frederik gesprochen habe, nämlich die Tatsache, dass wir auf etwas hingewiesen wurden von der Community, von einigen von euch. Und dafür bin ich euch sehr dankbar, denn ich finde diesen Punkt sehr wichtig. Wir haben das Risiko, dass die Fabrik, und das ist unglaublich gering, dieses Risiko, ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen, dass diese Fabrik ein sehr, sehr tolles und aufwendiges Sample schickt und dann in der Massenproduktion aber nur Schrott produziert. Davon gab es am asiatischen Markt schon mal Fälle. Ich gehe in meinem Fall oder in unserem Fall nicht davon aus, weil wir es hier mit einer seriösen Fabrik mit diversen Zertifikaten, Überprüfungen und so weiter zu tun haben. Insofern, warum sollten die das machen? Außerdem verkaufen die unfassbar hohe Stückzahlen in die Welt und gerade auch nach Europa, also 75.000 Stück pro Jahr nur an Hardshell-Jacken gehen nach Europa, nur aus dieser einen Fabrik. Insofern, das wäre schon irgendjemandem mal aufgefallen, wenn die einfach nur Schrott liefern würden. Ich gehe also aktuell nicht davon aus. Trotzdem möchte ich mich zu 100% diesbezüglich absichern und wir haben schon diverse Sicherheitsmechanismen dazwischen geschalten, sodass wir hier möglichst sicher unterwegs sein
können und uns dementsprechend absichern können. Nun habe ich aber auch noch beschlossen, dass wir diesbezüglich, nachdem das Sample angekommen ist, einen Rechtsanwalt für internationales Handelsrecht, spezialisiert auf den asiatischen Markt, konsultieren möchten, der uns diesbezüglich eine Rechtsberatung gibt. Erstens, was können wir dann in diesem Fall tun? Welche Sicherheitsmechanismen müssen wir da dazwischen schalten, dass es dann hier auch von der Reklamation und von der Abwicklung her alles in Ordnung ist und alles möglichst reibungslos abläuft, dass wir hier keine größeren Probleme und Schwierigkeiten kriegen, weder ihr, noch ich, noch der Frederik, noch sonst jemand. Das alles ist wichtig und der kostet natürlich Geld. Jetzt sind diese 84,44 Euro zu viel auf unserem Konto und wir haben uns jetzt Folgendes überlegt. Wir könnten diese 84,44 Euro zur rechtlichen Absicherung der Jacke, wenn sie in die Massenproduktion kommt, investieren und sozusagen dann ist diese überschüssige Spende auch nochmal in das Projekt Jacke hineingeflossen, wenn auch nicht direkt in das Sample. Aber das ist euch gegenüber meiner Meinung nach nicht zu 100% fair. Das war meine Idee, aber trotzdem habe ich auch ein bisschen was dagegen. Deswegen habe ich mir gedacht, überlasse ich jetzt euch die Wahl in diesem Fall. Jeder, der per Banküberweisung gespendet hat, hat nun die Möglichkeit zu sagen, ich möchte, dass das Geld in diesem Projekt drinnen bleibt und dann eben für die Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt investiert wird. Jeder kann das sagen. Der müsste mir einfach nur eine Mail oder eine direkte Nachricht mit dem Namen und dem Betrag, den er gespendet hat, irgendwie zukommen lassen. Wie auch immer, ist vollkommen egal. Also E-Mail, direkte Nachricht über soziale Medien, über das Kontaktformular auf der Website, Brieftaube, wie auch immer. Und dann wird das Ganze nicht rücküberwiesen. Ich mache das deshalb so und nicht umgekehrt, dass die Leute, die ihr Geld wiederhaben wollen, eine Rücküberweisung bei mir beantragen sollen, weil es ist sozusagen mein Fehler, mein Problem gewesen und deswegen sollen alle Leute, die ihr Geld wiederhaben wollen, nichts dafür tun müssen. Deshalb wollt ihr, dass 84 Euro sozusagen in dieser Kasse bleiben für die Rechtsberatung, schreibt mir das gerne vollkommen unformell, einfach Name, Betrag, damit ich das zuordnen kann. Also unter welchem Klarnamen das sozusagen überwiesen wurde, mit was für einem Betrag, dann kann ich das zuordnen und dann schaue ich, dass ich 84 Euro beisammen habe, bis also wenn das sozusagen zustande kommt, dass viele Leute sagen, sie wollen ihre Spende drin behalten und dann passt das auch, dann wird das sozusagen weggelegt, bis das Sample da ist und bis wir die Massenbestellung letztlich aufgeben wollen. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist aber, natürlich kann ich jetzt nicht ewig warten mit den Rücküberweisungen, ich möchte das natürlich bald abarbeiten, damit ihr euer Geld auch wieder kriegt, was euch rechtmäßig zusteht. Deshalb möchte ich euch sagen, bis zum 5.7. würde ich euch bitten, dass ihr mir eine kurze Mail, wie auch immer, zukommen lasst, wenn ihr sagt, eure Spende darf drin bleiben. Es sind nicht viele Spenden, deswegen betrifft es jetzt nicht extrem viele Leute, aber die Beträge sind eben teilweise etwas höher und so kam dann eben doch eine Masse an Geld zusammen. Also, ich werde das natürlich dann nochmal transparent aufschlüsseln. Also, wenn wir hier eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen, dann wird es natürlich dann auch nochmal per Rechnung nachgewiesen, so wie ihr eben auf der Homepage alle Rechnungen, dass wir das bezahlt haben bei Alibaba und so, das findet ihr auch alles in der Videobeschreibung unter dem Link. Ich habe es euch hier jetzt über die Zeit natürlich auch noch im Video eingeblendet und so weiter. Und das wird dann in dem Fall auch ganz genau so funktionieren. Wenn ihr aber sagt, nein, hey, ich habe das Ganze für das Sample eigentlich gespendet und nicht für einen Rechtsanwalt, der das dann übernimmt, dann verstehe ich das auch vollkommen. Wenn ihr euer Geld zurückhaben wollt, müsst ihr nichts dafür tun, ihr müsst gar nichts tun. Ihr wartet einfach bis zum 5.7. Am 5.7., also am 6.7. gehen dann die Überweisungen raus und je nachdem, ob das Ausland oder Inland ist, kommen sie dann schneller oder langsamer wieder an. Und dann werden wir einfach quasi die Rechtsberatung dann sozusagen selber übernehmen oder werden uns dafür irgendwie was anderes überlegen, wie auch immer. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch dieses kurze Update diesbezüglich geholfen hat, gefallen hat, wie auch immer. Ich möchte euch hier 100%ige Transparenz bieten. Ich wollte euch einen kurzen Stand dazu geben, wie die Jacke jetzt letztlich aussieht, wie die Produktionsbedingungen tatsächlich aussehen und wie das jetzt hier mit den Finanzen ist, dass es absolut ärgerlich ist, aber ich hätte es euch auch einfach verschweigen können und mir die 84 Euro einstecken können. In diesem Sinne betrachtet es als ein Zeichen dafür, dass ich zu 100% transparent bin und auf eurer Seite natürlich stehe und deshalb möchte ich euch hier mit möglichst wenig Aufwand auch die Möglichkeit geben, euer Geld wieder zurückzuhaben bzw. drin zu lassen und ihr entscheidet das einfach für euch selber. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ansonsten sehen wir uns nämlich schon wieder am Sonntag mit einer neuen Podcast-Folge oder am Dienstag mit dem Bergsteigen-Grundlagenkurs. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.